Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Runaway Road Adventure. Da werden wir direkt gleich mal am Anfang der Folge gucken, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, den wir gefunden haben. Kein Zweifel, der hat dem Sheriff gehört. Da das der Sheriff-Schlüssel ist, würde ich sagen, das Einzige, was hier abgeschlossen ist, ist die Gefängniszelle. Ich hoffe, dass ihn der Heizkessel der Lokomotive nicht beschädigt hat und er noch funktioniert. Genial. Sie ist ohne Schwierigkeiten aufgegangen. Genial. Dann betrachten wir mal nochmal die Zelle. Ich frage mich, ob der arme Kerl hier gestorben ist oder ob er schon tot war, als er in die Zelle gesteckt wurde. Ich glaube, er ist in der Zelle gestorben. Armer Typ. Das ist nur ein alter Metallteller. Mitnehmen. Hat bestimmt historischen Wert. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, fasse ich lieber gar nichts davon an. Ich erkläre euch jetzt nicht, wofür der Eimer benutzt wurde. Ich habe es schon mal gesagt. Ohne triftigen Grund fasse ich in dieser Zelle gar nichts an. Ehrlich, es ist ein schlichter... Nein. Warum denn nicht? Bitte nicht weiter drängen. Ich werde es nicht tun. Nimm doch mal den Pipi-Eimer. Nein. Oder ist das ein Kacke-Eimer? Nein. Was ist denn das dann für ein Eimer? Ist das ein Eimer für Geld? Bitte nicht weiter drängen. Ich bitte nicht weiter. Was haben wir denn hier? Eine Flasche. Whisky. Ja, heb die Flasche auf, du Flasche. Bitte nicht weiter drängen. Eine Tasse. Aus der Lage der Leiche kann man schließen, dass er unmittelbar vor seinem Tod die Tasse hat fallen lassen. Bitte nicht weiter. Mann, du bist so intelligent. Der hat die vor seinem Tod fallen lassen. Ich dachte nach seinem Tod. Erstmal die Leiche betrachten. Es ist nur das Skelett übrig geblieben. Es wundert mich eigentlich, dass es immer noch so stark stinkt. Es sei denn, eine ganze Würmerkolonie bewohnt seine Klamotten. Wer weiß, wer weiß. Auf gar keinen Fall. Man kann mich nennen, wie man will. Aber ich werde meine Hände keinesfalls in die Taschen des Mannes stecken. Es ist nur das Skelett, es wundert es sei. Schein, kann man nicht angucken. Was haben wir denn noch? Dann haben wir nur noch die Tasche. Gestank hin oder her. Die Tasche ist erstaunlich gut erhalten. Ach, eine Tasche nimmst du mit? Weil du dein Handtäschchen nicht dabei hast, oder was? Ich habe nicht vor, sie mitzunehmen. Doch nicht? Der Gestank wäre dann überall. Aber ich werde einen Blick hineinwerfen. Könnte etwas Nützliches drin sein. Was soll da drin sein? Über 100 Jahre altes Erbstück. Ich nehme die Flasche Einreibemittel mit. Die Tinktur ist aus Minze gemacht. Gestank hin oder... Einverstanden. Es ist Minze? Eine ganze Menge medizinisches Material darin. Aber zurzeit weiß ich nicht, was ich damit anfange. Da kommt mir noch eine Idee. Erstmal gucken. Dr. Marceaus Wundertinktur. Solche pflanzlichen Salben und Wundertränke gab es früher viel. Man hat sie gegen alle möglichen Beschwerden angewendet. Die Tinktur besteht größtenteils aus Minze. Man sieht es auch an der Grüntönung. Da kommt mir doch eine Idee. Ich soll die Tabakblätter in die Schale geben? Das werde ich auch, aber jetzt... Jawohl. Das gibt einen feinen Minzkautabak, aber ich brauche etwas, um die Blätter zu zerkleinern und zu pressen. Dann kann ich sie mit der Tinktur vermengen. Das wäre und... Mit der Schere. Ich soll die Tabak... Das werde aber jetzt... ich weiß... ein glänzender Abfall. Der Stempel ist schön groß und stabil. Zusammen mit der Schale ergäbe er einen prima Mörser und Stößel. Mörser und ich glaube, das wird gehen. Oh, macht schon Spaß, mit so einem Mörser und Stößel da zusammen irgendwas fertig zu machen. Zum Beispiel, wenn man Basilikum selber anpflanzt, das schön trocknet, dass man das danach schön klein kriegt. Ja, mit dem improvisierten Mörser kann ich die Blätter fein genug mahlen, um sie anschließend mit der Tinktur zu vermengen. Dann wollen wir mal. Gut.
Ich glaube, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich das nicht im Traum probieren möchte. Ich sag jetzt mal nicht, nicht wie so das hier kunstvoll aussieht. zubereitet wie Rutgers Kraut, aber es wird schon gehen. Das sieht aus einfach nur wie, oh, wie so ein Bono. Für alle, die sich jetzt fragen, was ich hier rede, warum das aussieht wie Bono. Wie Bono von U2. Die haben wahrscheinlich alle nicht South Park geguckt. Nicht nötig. Die Blätter sind schon mit Minze getränkt. Wann hast du das denn gemacht? Der Kaut hat... Hat Randy den größten Schiss der Welt herauspresst. Stellt sich dann raus, dass Bono den größeren, den Rekord für den größten Schiss hält. Und es stellt sich raus, am Ende der Folge, Achtung, Spoiler, nicht Bono ist der Rekordhalter, Bono ist der Rekord. Damit kann man den Kran, denn ich wüsste nicht. Vielleicht sollten wir mal, ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander gekommen, vielleicht sollten wir mal mit Sushi reden. Jetzt haben wir ja den armen Arzt befreit, beziehungsweise die Zelle geöffnet. Hallo Sushi. Hallo Bra, wie sieht es aus? Hast du etwas noch? Ich bin noch da, hör mal. Ich bin ganz... Das kennen wir schon. Es geht um den Banktresor. Was genau, ist wo ist der? Ich habe die ganze Bankruine durchsucht, konnte ihn aber nirgends finden. Ja, der stand auch nicht oben im Erdgeschoss. Ich glaube, dass er im Keller der Bank sein müsste. Du weißt schon, der Sicherheit wegen. Das Dumme ist, dass der Kellerzugang beim Zugunglück völlig verschüttet wurde. Wusstest du, dass in der Zelle im Sheriffsbüro eine Leiche liegt? Ja, sie liegt seit mehr als einem Jahrhundert dort. Oh. Wer war ich? Der Arzt, wie es aussieht, war er ein Trinker. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Und wartete auf seinen Prozess, als der Zug entgleiste. Habt ihr schon mal daran gedacht, ihn rauszuholen und zu beerdigen? Ach, weißt du, die Tür ist abgeschlossen. Und ich finde, die Zelle ist für diesen Mann als Grab gut genug. Ich glaube nicht, dass sich nach all den Jahren viel für ihn ändern würde und... Okay. So gesehen ist die Zelle sein persönliches Grabmal, oder? Also ich hätte ihn rausgeholt, spätestens wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Wie konnten sie ihn dort drinnen auf so fürchterliche Art sterben lassen? Der Sheriff hatte den Zellenschlüssel bei sich und auch er starb am Tag des Unglücks. Es sieht aus, als ob jemand die Stadt warnte und Bescheid gab, dass sich eine führerlose Lokomotive der Stadt in voller Fahrt näherte. Der Sheriff stieg auf sein Pferd und schaffte es, auf den Zug aufzuspringen. Aber er hatte Pech und fiel bei einer Erschütterung der Lokomotive in den Heizkessel. Der arme Mann verbrannte in den Flammen, ohne den Zug gestoppt zu haben. Sprechen wir. Ja? Ich werde. Vielen Dank, bis bald. Bis bald und viel Okay, wir könnten jetzt schon... Erstmal gucken wir uns hier das nochmal an. Es fehlt ein Stück vom Boden. Irgendein schweres Objekt muss das Loch verursacht haben. Da kommt mir auch schon eine Idee. Den Farbeimer haben wir ja mit dem Katapult dahin. Brauche ich nur was Schweres. Sie hängt am... Was wir da auch nochmal rüberschießen könnten. Einverstanden. Wie heißt das noch? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich werde die Statue genau auf das Katapult stellen. Und da der liebe Saturn nicht da ist, können wir das jetzt ja machen. So ist es gut. Jetzt bewegen wir sie ganz vorsichtig nach unten. Boah, ist das eine hässliche Statue. Perfekt. Schon habe ich... Alter, ist das eine hässliche Statue. Ich wette, sie wartet darauf, einen Ausflug zu machen. So wie die aussieht, ja. Direkt abfeuern. Sowas Hässliches, das wollen wir gar nicht erzählen. Ich hoffe, dass die Statue auf demselben Punkt landet, auf dem vorher der Farbeimer gelandet ist. Abflug! Auf geht's! Oh.
hoffen wir, dass Saturn die Statue nicht vermisst. Ach, durch den neuen Helm kriegt er ja eh nichts mit. Wir haben ja an Joshuas Beispiel gesehen. Der Helm, der sorgt dafür, dass du zwei Ideen bekommst, aber du kriegst von der Außenwelt gar nichts mehr mit. Und da liegt die Statue. Genial. Genau, was ich erwartet habe. Die Statue hat ein ganz schönes Loch hinterlassen, durch das man jetzt in den Keller der Bank kommt. Okay, ich hätte erwartet, dass die vielleicht weiter hier vorne Richtung Sofa oder so landet, weil die ist ja viel, viel schwerer als der Farbeimer. Das heißt, theoretisch hätte die gar nicht so weit fliegen können. Steigen wir hinab. Die Statue wird mir als Leiter dienen. Schon bin ich im Keller der Bank. Und da ist der Tresor, wie Sushi es vorher gesagt hat. Erstmal gucken wir uns um, was hier sonst noch ist. Da ist der Tresor. Er wirkt trotz seines Alters solide und widerstandsfähig. Glücklicherweise hat sie keinen Kratzer abbekommen. Allerdings dürfte es kompliziert werden, sie rauszuholen und Kevin zurückzugeben. Ach, die fragen bestimmt Oscar. Der kann mehrere hundert Kilo schwere Feldblöcke schleppen. Ich entferne mich lieber nicht zu weit aus dem Bereich. Ich habe keine Lust, hier begraben zu werden. Und das Ganze sieht ziemlich einsturzgefährdet aus. Ist hier nichts außer den Tresor? Er ist geschlossen. Man braucht die richtige Kombination, um ihn zu öffnen. Glücklich allerdings. Okay, sie lässt sich das heißt, sie hat sich wir brauchen die Kombination. Vielleicht liegt die ja hier auf dem Tisch irgendwo. Ich wette, das war der Tisch von J.T. Douglas. Ich sehe nichts von... Oder bei Sushi etwas? Die kennt doch sonst alles hier über die Geschichte. Dann weiß sie doch bestimmt auch die Kombination. Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin auch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Es geht um... Was ist denn... Bitte sag mir, dass du die Kombination kennst, mit der man ihn öffnet. Ich kann dir leider nicht sagen, dass ich sie kenne, aber ich kenne mich mit Tresoren aus. In meiner Familie habe ich viele gesehen. Lass mich überlegen. Ein Tresor aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Winchester. Ich würde sagen, dass die Kombination mit Sicherheit aus drei Zahlen besteht und dass die erste nach rechts verläuft. Das ist doch ein Anfang, nicht? Ich werde aber vielen Dank fürs Bald. Bis bald und viel Glück. Toller Anfang. Die erste nach rechts einmal. Er ist geschlossen. Er wirkt trotz seines... Damit stellt man die... Hier wäre der blöde Tresor. Und jetzt sehen wir mal, welcher Intelligenzbolzen die Kombination erraten kann. Es wird nicht einfach sein, die Kombination zu ermitteln. Okay, wir brauchen irgendwas, um die Kombination rauszubekommen. Aber was? Dann gehen wir erstmal zu Oscar. Sie ist sehr, aber sie ist... Oder wir gucken, ob hier noch was im Regal liegt. Sie ist schon offen. Hier liegt kein... Ich sehe überhaupt...
können wir nicht theoretisch Saturn befragen? Dass der sich die Kombination von den Aliens holt? Okay, hier ist Saturn nicht. Würde mich mal interessieren, wo der jetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass der beim Bergwerk jetzt rumläuft. Auch nicht? Bei Margaritas Haus? Auch nicht. Aber wir können mit Oskar sprechen. Hör mal, Oskar. Sprich, mein Junge. Ich sehe, dass du Kaugummi magst. Du hast immer eins im Mund. Das ist kein Kaugummi, sondern Menthol-Kautabak. Den mag ich, weißt du? Er hilft mir, die Zeit zu vertreiben, während ich hier stehe. Ich habe dir gesagt, dass es tut mir, wenn du ein Problem von der Sorte hast, die... Ich brauche... Worum? Es geht da einen Felsen. Das geht, es tut... Gut. Okay, er kann uns nicht helfen, oder will er auch nicht? Oskar, ich bringe... Ah. Wirklich? Klar, Mann. Hier hast du ihn. Viel. Nicht der Rede wert, Oskar. Unter Freunden ist es normal, sich etwas zu schenken. Und wir sind doch Freunde, oder? Klar sind wir das. Der Tabak kommt mir wie gerufen. Ich hatte nur noch sehr wenig von Saturns übrig. Ich schulde dir einen Gefallen. Sehr schön. Ich habe ihn auf meiner Seite. Freu. Sprich. Ich brauche... Es geht da einen Felsen... Meinen Freunden... Großartig. Aha. Das ist also der Felsen, der bewegt werden soll. Ja, er muss ungefähr eine Tonne wiegen. Glaubst du kannst ihn bewegen, um den Eingang zum Bergwerk freizulegen? Diesen Kieselstein? Klar doch, Mann. Schon erledigt. Ich mag Oskar irgendwie. Auch wenn er sich eine weitere Hose und ein weiteres Shirt kaufen sollte. Fertig. Reicht das? Das ist perfekt, Oskar. Danke, mein Freund. Du hast die Kraft eines Bull. Nicht der Rede wert. Ich helfe meinen Freunden gern. Ich muss jetzt zu Mama Dorita zurück. Es könnte sein, dass sie mich braucht. In Ordnung, Freund. Noch einmal danke und bis bald. Auf Wiedersehen. Und pass auf, wenn du das alte Bergwerk betrittst. Was für ein Typ, dieser Oskar. Ich freue mich, dass er ein Freund ist und nicht auf der anderen Seite steht. Ich mich auch. Aber da möchte ich eigentlich noch gar nicht rein. Denn ich möchte eigentlich gerne Kombination wissen. Ich habe gerade den Verdacht gehabt, dass man vielleicht, ob ich nur vielleicht, die Kombination auf den Statuen sehen kann. War das wohl nicht der Fall. Aber vielleicht im Sheriffbüro. Ein kaputter Hut. Ein paar und... Der hatte doch hier... Billy Wars hier. 1860. Und 44. Das ist nur ein Kritzel. Können wir ja mal ausprobieren. Hier sehe ich eine 21, oder ist das eine 4 mit einer 2 verschnörkelt? Damit stellt man die Kopf. Einverstanden, vielleicht.
44 rechts. Links. Sechzig nach rechts. Es wird nicht einfach sein, die... Okay. Dann gehen wir erstmal ins Bergwerk. In der nächsten Folge. Bis dann!